herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute eine etwas andere Perspektive, und zwar wurde schon ganz oft angefragt, wie ich denn meine Lidschatten neu presse, wie ich das Glycerin verwende und wie ich diese Stopper hier aus Lipglossen, wie diesem hier zum Beispiel, oder aus Concealern bekomme oder anderen Produkten, die diese Stopper enthalten. Und diese drei Tipps, sage ich jetzt mal, möchte ich euch heute mit auf den Weg geben, und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Und zwar stecke ich den jetzt mal wieder hier rein, der gehört dazu. So. Und dadurch wird ja hier das Produkt abgestriffen, und wenn sich hier oben und hier unten in dem Behältnis alles nur noch sammelt und man die Reste nicht mehr rausbekommt, ist es Zeit, eben den Stopper zu entfernen. Dazu braucht ihr eigentlich nur eine alte Pinzette, die ihr vielleicht nicht mehr unbedingt für eure Augenbrauen verwendet, denn es kann sein, dass sie dadurch ein bisschen stumpf wird, beziehungsweise wenn sie stumpf ist, funktioniert sie für das Vorhaben trotzdem noch. Und dann schraubt ihr eigentlich nur den Lipgloss auf und hakt euch hier mit dieser spitzen Seite der Pinzette an diesem Stopper fest und zieht ihn so dann nach draußen. Jetzt ist er natürlich wieder ein bisschen versifft, dafür habe ich aber jetzt hier Tücher parat. Ja, und so bekommt ihr eigentlich relativ simpel und einfach diese Stopper aus den Produkten. Ich zeige euch das jetzt nochmal an dem Concealer. Da ist auch ein Stopper drin, und auch hier hake ich mich mit der Spitzenseite an dem Stopper fest. Das geht hier jetzt ein bisschen schwieriger, aber ihr seht, auch auf diese Art und Weise bekomme ich den raus. Und dann kann ich mit meinem Applikator die letzten Produktreste noch aus dem Produkt herausholen. Das ist, wie gesagt, eine kleine Sauerei. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, denn in diesen Produkten bleibt noch ziemlich viel übrig, was ihr dann noch weiter verwenden könnt. So, ich würde sagen, wir schwenken rüber zu unserem Vorhaben Nummer 2. So, willkommen zurück. Jetzt geht es darum, das Glycerin anzuwenden, das ich ja sehr günstig in der Apotheke gekauft habe. Und dafür verwende ich jetzt hier von diesen Essence Nail Art Express Dry Drops diese Pipette einfach als meinen Applikator, um so wenig wie möglich und so viel wie nötig eben gleich hier in unseren Gel Eyeliner zu geben. Ich mache den kurz nochmal sauber und dann fülle ich mir einfach ein wenig von dem Glycerin in den Deckel, öffne den Gel-Eyeliner, der ist jetzt in meinem Fall zwar noch nicht komplett eingetrocknet, aber er lässt sich nicht mehr so hundertprozentig geschmeidig auftragen. Und ihr könnt entweder hier mit so einem Schaschlikspieß arbeiten, um das Glycerin gleich in dem Produkt richtig einzuarbeiten, das dort mit zu vermischen, oder ihr habt vielleicht so einen kleinen Spatel und dann könnt ihr das damit machen. Jetzt nehme ich mir, wie gesagt, etwas hier mit meiner Pipette auf und tropfe einfach jetzt mal 4 Tröpfchen davon in meinen Gel-Eyeliner. Und werde jetzt mal hier diesen Spatel zu Hilfe nehmen. Und das Ganze jetzt verteilen in dem Produkt. Ich werde noch ein wenig mehr nehmen. Das könnt ihr dann nach Gefühl hinzugeben, bis ihr das Gefühl habt, euer cremiges Produkt hat wieder die gewünschte Konsistenz. Das kann, wie gesagt,
ein Creme-Lidschatten sein, das kann hier so ein Gel-Eyeliner sein, das kann aber auch ganz schlicht und einfach so eine Concealer-Creme sein, also alles, was cremig ist und was seine Konsistenz eben insofern verändern kann, als dass es euch ein wenig eintrocknet, könnt ihr hiermit bearbeiten. Und wenn euch die Sachen zu trocken sind, könnt ihr sie dadurch wieder geschmeidig machen. So, ich habe jetzt das Gefühl, dass das Ganze jetzt wieder geschmeidig ist. Ich werde das jetzt ein bisschen wieder unten verteilen. Und dann kann man den wieder ohne Probleme verwenden. Ihr seht, es ist eine kleine Matscherei. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Aber wenn man dadurch natürlich die Produkte wieder weiterverwenden kann, denke ich mal, lohnt sich das auch. Ihr habt natürlich ein bisschen Produktverlust. Das seht ihr hier auch an meinem Spatel. Weil ihr das Ganze natürlich richtig umrühren müsst und so weiter. Aber ja, jetzt ist mein Creme-Lidschatten wieder super cremig und kann ihn wieder perfekt auftragen. Ja, also ohne Krümel, ohne Brösel. Und jetzt macht das auch wieder Spaß, in Anführungszeichen. Ja, und das war dann auch schon mein kleiner Trick Nummer 2, wenn ihr Produkte aufbrauchen möchtet und sie euch ein paar Probleme dabei bereiten. Und dann würde ich sagen, hüpfen wir jetzt direkt zu meinem Tipp Nummer 3, nämlich indem ich euch zeige, wie ich meine Lidschatten neu presse. Und ja, dann sehen wir uns einfach gleich. So, weiter geht es mit dem Lidschattenneupressen. Ich habe jetzt aktuell kein Produkt, bei dem ich jetzt mich so weit bis zum Rand vorgearbeitet habe, dass ich das Produkt nicht mehr gut verwenden kann. Aber ich habe hier diese zwei Lidschatten, die sind von der Farbe her identisch. Die habe ich damals beim Catrice Ausverkauf gekauft und hatte mir erst den einen gekauft. Das ist eben so ein schöner matter grüner Ton. Und hab den depottet und dabei ist er mir kaputt gegangen. Und dann habe ich ihn im Ausverkauf ein zweites Mal gekauft, habe ihn wieder depottet und er ist mir wieder kaputt gebröselt. Also matte Catrice Lidschatten kann ich nicht empfehlen zu depotten. Und da ich jetzt zwei zerbröselte Lidschatten habe, möchte ich die gerne nach Möglichkeit in ein Fännchen pressen. Und das machen wir jetzt zusammen. Wir brauchen wieder hier unseren Applikator. Ich habe den Spatel dabei. Man kann das Ganze aber auch hier mit so einer alten Feile machen. Ihr braucht einen Gegenstand, mit dem ihr pressen könnt. Das heißt, am alleridealsten wäre es, wenn ihr einen Gegenstand findet, der hier in dieses Fännchen perfekt reinpasst. Hatte ich jetzt aber nicht. Deswegen werde ich einfach mir hiermit ein bisschen behelfen. Ich werde hier in dieses kleine Behälterchen gleich ein bisschen von meinem Alkohol füllen und das ist auch das Stichwort. Also entweder kauft ihr euch reinen Alkohol aus der Apotheke, das ist nicht so teuer. Ich habe den jetzt hier in so einer Sprühflasche drin, weil ich damit meine Kosmetik auch zwischenzeitlich mal desinfiziere. Oder ihr könnt auch zum Beispiel Wodka benutzen oder wenn ihr Desinfektionsspray zu Hause habt, könntet das damit auch klappen. Ich würde es aber zunächst einmal bei allen Dingen, die ihr verwenden möchtet, zum Lidschatten neu pressen. Und das ist kein reiner Alkohol, würde ich es zunächst erstmal mit einem Lidschatten versuchen, der mir nicht unbedingt so wahnsinnig wichtig ist. Okay, dann würde ich sagen, starten wir. Und als allererstes müsst ihr den Lidschatten komplett zerbröseln. Auch hier wird es wahrscheinlich wieder eine kleine Schweinerei geben. Also ihr löst den Lidschatten komplett aus seinem Fännchen. Und zermalt ihn so klein ihr könnt zu Pulver. Das geht wie gesagt auch mit allen anderen Puderprodukten. Das funktioniert mit
ja, Gesichtspuder, mit Blush, mit Bronzer, Highlighter, was ihr eben gerne benutzen möchtet und auch egal, ob matt oder glänzend oder mit Glitzer, das ist total egal. Hauptsache, es ist eine Puderkonsistenz. Und ja, ihr seht, ich zerkleinere das jetzt hier so gut, wie es geht. Und das werde ich jetzt auch bei dem zweiten Lidschatten machen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wie ihr seht, habe ich jetzt die beiden Lidschatten, ja, so gut es ging, zerkleinert. Und ich werde jetzt mal versuchen, von dem einen Lidschatten etwas in den anderen zu geben. Weil eigentlich wollte ich sie ja in einem Fännchen gepresst haben. Wir werden gleich mal schauen, ob wir es schaffen, das Ganze wirklich hundertprozentig in das andere mit rein zu wechseln. Jetzt nehme ich mir etwas von meinem Alkohol, schütte mir den hier in dieses Behältnis hinein, nehme mir etwas mit der Pipette auf. Die solltet ihr natürlich gereinigt haben, also Glycerin solltet ihr jetzt hier im Idealfall nicht dazugeben. Und gebe jetzt hier einfach mal ein paar Tropfen dazu und gucke, dass das so eine kleine cremige Konsistenz wird. Kann hier mal wieder meinen Spatel zur Hilfe nehmen. Na, da brauchen wir auf jeden Fall noch mehr Alkohol. Und gucke, dass ich das hier komplett zu so einem Brei verarbeite. Jetzt gebe ich nach und nach den restlichen Lidschatten aus dem anderen Fännchen hinzu und versuche, den da auch mit zu verarbeiten. Besser wirklich zu trocken als zu feucht hier arbeiten. Und ihr seht, das ist leider eine kleine Schweinerei. Aber wer von euch gerne matscht, für den wird das hier genau das Richtige sein. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Jetzt habe ich hier den Rest noch hinzugegeben, werde das auch noch befeuchten. Und schaut, dass ihr nicht irgendwelche großen Brösel dann dabei habt. So. So bin ich da jetzt eigentlich recht zufrieden mit. Und dann versuche ich das jetzt erstmal schön glatt zu streichen und in die Ecken zu verteilen. Wenn ihr natürlich jetzt nur noch sehr wenig Produkt übrig habt und ihr möchtet das neu in die Mitte pressen, dann arrangiert ihr das natürlich in der Mitte. Ist ja logisch. Ich werde das jetzt erstmal hier versuchen, glatt und relativ gleichmäßig zu verstreichen. So. Und dann nehme ich mir hier ein neues Kosmetiktuch, lege das da drüber und dann stampfe ich hier mit meinem Pressgegenstand da oben drauf, sodass der Alkohol schon mal stückchenweise rausgepresst wird. Ihr müsst natürlich schauen, dass das Produkt am besten nicht wieder aus der Form hüpft. Es ist jetzt hier ein bisschen Fizzelsarbeit, wenn ihr natürlich jetzt so einen vollen Lidschatten habt, wie ich den habe. Und ihr möchtet den neu pressen. Braucht man ein bisschen Fingerspitzengefühl. Mal wieder ein bisschen pressen und wieder zurechtdrücken. Und der Vorteil eben an dem Alkohol ist, dass ihr das Produkt dadurch kurzzeitig geschmeidig macht. Und ja, so verändert, dass ihr damit arbeiten könnt. Im Nachhinein dann aber das Ganze zum größten Teil wieder verdampft.
Und ihr solltet auch darauf achten, dass ihr das Produkt nicht zu stark wieder in das Fännchen presst. Denn wenn ihr zu viel Druck ausübt, dann wird euer Lidschatten später nicht mehr wirklich viel Farbe abgeben. Und das wäre ja schade. Also ja, da muss man gucken, dass man das richtige Maß findet des Druckausübens und des Pressens, sodass zwar der größte Teil von dem Alkohol schon aus dem Produkt wieder rausgepresst wird, man aber ja das Produkt nicht zu stark presst und dann keine Farbabgabe mehr am Ende hat. So, ich würde sagen, in dieser Form bin ich jetzt eigentlich ganz zufrieden damit. Ihr seht, es war eine kleine große Schweinerei. Und in diesem Zustand müsst ihr dann euer Puder, euren Lidschatten, euer Blush oder was auch immer erstmal trocknen lassen. Je nachdem, wie viel Alkohol ihr natürlich hinzugegeben habt, kann das eine Weile dauern, bis der komplett verdampft ist. Und also ich würde sagen grob ungefähr 24 Stunden. Und dann könnt ihr den ganz normal wieder verwenden. Die Sache ist die, dadurch, dass ihr natürlich das Ganze von Hand gepresst habt und nicht maschinell, sind diese Lidschatten schon anfälliger dafür, wieder neu zu brechen. Und deswegen würde ich euch raten, solche neu gepressten Lidschatten dann nicht unbedingt auf Reisen mitzunehmen und etwas vorsichtig damit zu sein, dass die euch nicht ständig runterfallen. Und dann müsstet ihr eigentlich wieder Freude und Spaß an euren Lidschatten haben. Ja, das war's dann jetzt auch schon mit dem Video. Ich werde jetzt erstmal hier meine kleine große Schweinerei entfernen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen mit diesen drei Tipps und freue mich auf euch im nächsten Video und bleibt fleißig weiter mit dabei beim Aufbrauchen und bleibt standhaft. Bis dann. Tschüss.